Hallo zusammen. Heute möchte ich über zwei Dinge sprechen, beziehungsweise zwei Dinge verkünden. Als erstes die Kanalteilung. Wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, sind alle Pflanzenbestimmungsvideos und alle Kochvideos entfernt worden. Aber keine Angst, sie kommen wieder, und zwar auf meinem neuen Kanal, der heißt Heimatkunde mit einfach Nekton. Ich werde den Link zu diesem Kanal natürlich in die Videobeschreibung packen und dann könnt ihr diesen Kanal abonnieren, wenn ihr denn wegen den Pflanzenbestimmungsvideos und den Kochvideos hier diesen Kanal abonniert habt. Aber auch gerne jeder andere kann diesen Kanal zur Unterstützung abonnieren. Man muss ja nicht unbedingt die Glocke aktivieren, sodass die Videos dann irgendwie einem angezeigt werden oder man eine Benachrichtigung bekommt. Man bleibt sozusagen fern von den Videos, aber würde mich unterstützen. Das würde mich natürlich auch freuen. Und am Freitag wird das erste Video erscheinen. Ich habe das jetzt so gemacht, dass jede Woche drei Videos kommen. Zwei Pflanzenbestimmungsvideos und ein Kochvideo. Zumindest für den November werde ich das so handhaben. Es kann sein, dass ich noch die ersten ein, zwei Wochen im Dezember das so mache. Aber dann werde ich reduzieren auf zwei Videos in der Woche, ein Kochvideo und ein Pflanzenbestimmungsvideo. Denn ich wollte es so machen, dass ich wenigstens bis, naja, vielleicht Mitte Februar, ich muss mal gucken, die alten Pflanzenbestimmungsvideos dann alle veröffentlicht habe und dann mit neuen weitermache. Und wenn ich jetzt das durchziehen würde über zwei Monate, jede Woche drei Videos hochzuladen, beziehungsweise zwei Pflanzenbestimmungsvideos, dann ja, wäre ich schnell am Ende der Videos, die ich jetzt bereits gemacht habe. Und dann würde wieder so viel Zeit vergehen, bis ein neues Video, ein neues Pflanzenbestimmungsvideo kommen würde. Und ja, das ist nicht Sinn der Sache. Ich möchte jetzt kontinuierlich eben Videos hochladen. Ich werde auch neue Kochvideos machen. Genau. Und das eigentlich fast ist eigentlich alles dazu. Was mir nur heute aufgefallen ist, ich habe mit der GoPro ein Video gemacht, also ich habe Bucheckern gesammelt vor ein paar Tagen und ja, habe gedacht, okay, ich mache jetzt ein Video zu Buche und die GoPro ist eine echt miese Kamera. Also sie mag viel aushalten, auch bei Regen funktionieren. Aber wenn ich wirklich etwas im Detail zeigen will, geht das mit dieser Kamera nicht so gut. Musste ich leider feststellen. Ich denke, dass ich jetzt mal mit dem Smartphone versuchen werde, Pflanzenbestimmungsvideos zu machen. Ich glaube, damit kann ich besser arbeiten als mit der GoPro, was schon traurig ist. Die GoPro wird immer so gelobt. Meine Erfahrung ist jetzt nicht so positiv. Ich meine, während ich filme, kann ich nicht mal ranzoomen. Ich muss dann Pause drücken, dann zoomen sozusagen und wieder auf Play drücken. Zumindest wüsste ich nicht, wie es anders geht. Und wenn der Bildschirm dunkel wird, also heute ist mir das passiert, der Bildschirm ist dunkel geworden. Ich habe auf den Bildschirm getippt, weil ich gedacht habe, er wird dann wieder hell. Dem war nicht so, vielleicht habe ich auch nicht fest genug gedrückt, ich weiß es nicht. Und dann habe ich halt auf den Aufnahmebutton gedrückt und dann habe ich gedacht, dass der Bildschirm hell wird, wurde aber dann wieder dunkel. Naja, kurz und gut. Ich muss schauen, wie das mit dem Smartphone dann funktioniert. Weil meine alte Kamera, mit welcher ich noch die Pflanzenbestimmungsvideos gemacht habe, die funktioniert leider nicht mehr. Oder nicht mehr so gut. Da ist der Fokus nicht in Ordnung. Eventuell, ich muss mal gucken, die war jetzt auch so lange nicht in Betrieb. Keine Ahnung, ob sie jetzt auch wirklich noch geht. Vielleicht kann ich doch irgendwie auf die nochmal zurückgreifen. Das bleibt abzuwarten. Aber ich werde gucken, dass ich euch weiterhin qualitativ hochwertige Pflanzenbestimmungsvideos liefern kann. Dann werde ich noch ein Video jetzt machen zum Thema Islam. Ich habe ja schon im Sommer gesagt, ich werde ein Video machen zur Islamisierung des Islams. Und ich wollte das Video eigentlich schon längst machen, aber ich habe es noch nicht gemacht, weil ich ein Essay geschrieben habe, also eine kurze wissenschaftliche Abhandlung, wie Medien oder wie Printmedien den Islam islamisieren. Und das wurde einfach bisher noch nicht benotet.
Ich habe noch keine Note für das Essay bekommen, obwohl ich schon am 15. September eingereicht habe. Und das sind nicht mal ganz 6 DIN A4 Seiten. Ich weiß nicht, warum das so lange dauert. Ich habe gehofft, es würde mir bald wiedergegeben werden, also ich würde die Note erhalten und kann gucken, okay, was hätte ich vielleicht besser machen können oder ist alles schon so optimal und hätte euch dann eben das weitergegeben. Ich hätte das Essay dann auch veröffentlicht und ihr hättet das nachlesen können und zusätzlich hätte ich halt noch ein Video gemacht. Das hat jetzt leider bisher, wie gesagt, nicht geklappt. Ich weiß noch nicht, was ich tue, ob ich länger warten soll oder dann demnächst einfach das Video mache, aber ich denke, jetzt habe ich euch schon so lange warten lassen mit diesem Video. Wahrscheinlich haben die meisten schon gedacht, da kommt ja gar nichts mehr. Aber ich werde noch ein Video machen zur Islamisierung des Islams und da werde ich den einen oder anderen Zeitungsartikel heranziehen und zeigen, wie denn islamisiert wird. Ja, das sind so die Neuigkeiten. Vielleicht noch zu dem neuen Kanal. Wie gesagt, ich habe es halt extra Heimatkunde genannt mit einfach Nekton, weil ich mir gedacht habe, die Kochvideos passen auch nicht so in den politisch-historischen Teil dieses Kanals. Das passt nicht wirklich zusammen. Auch wobei meine Idee ja war, Kultur zu vermitteln, aber ich wollte es dann doch lieber zusammenpacken mit den Pflanzenbestimmungsvideos und sagen, hey, das ist Heimatkunde. Und auch mit dem Gedanken, den ich ja schon länger hege und den ich in irgendeinem Video mal erwähnt habe, dass ich auch Dinge aus Deutschland zeigen möchte. Irgendwelche historischen Sachen oder traditionelle Dinge. Und deswegen habe ich den Kanal Heimatkunde genannt und führe jetzt Pflanzen- und Kochvideos dort zusammen. Ja, das war's gewesen. Und ja, ich hoffe, ihr werdet zahlreich meinen neuen Kanal abonnieren. Und auf diesem Kanal wird dieses Jahr noch ein Video zur Islamisierung des Islams kommen. Also ich glaube nicht, das wäre ja schon unverschämt, wenn ich jetzt irgendwie bis erst Ende Dezember das Essay zurückbekommen würde. Aber ich weiß ja, und es kann auch sein, dass der Dozent irgendwie krank ist oder irgendwas ist, warum das halt jetzt noch nicht funktioniert hat. Naja, ich hoffe, dass ich bald das Ergebnis bekomme und euch eben dann auch das hochladen kann. Ich werde euch dann den Link mitteilen, wo ihr das Essay finden könnt und nachlesen könnt. Und zusätzlich werde ich ein Video veröffentlichen. In diesem Sinne, macht's gut.